So, servus Leute und herzlich willkommen, Philipp, dich mal alleine. Und ja, ich möchte dich einfach mal zum Alpenflair-Festival ein bisschen befragen. Auspressen. Auspressen, richtig. Okay. Was ist denn so das, was du am Alpenflair-Festival liebst? Am Alpenflair liebe ich insbesondere die Historie, dass aus einer klitzekleinen Schnapsidee mit Truck-Einweihung sowas entstehen konnte. Am Alpenflair liebe ich insbesondere die riesige, schier untrennbare, bis jetzt absolut untrennbare Zusammenarbeit von ganzen Vereinen und den Menschen, die einfach allesamt zeigen, dass sie Bock drauf haben. Am Alpenflair liebe ich, dass es für uns das Heimspiel überhaupt ist. Am Alpenflair liebe ich, dass, weil Heimspiel insbesondere auch ganz viele Menschen die Möglichkeit haben, uns zu sehen, die wahrscheinlich fragen, so, was machen die denn sonst das ganze Jahr außer ein bisschen spielen in Deutschland, kriegen sie ja nicht mit. Also ist es so eine kleine Ausstellung von dem, was man so das ganze Jahr treibt mit seiner Band. Man hat die Möglichkeit, auch mal vor seinen Kindern, Eltern, Geschwistern und so weiter, Freunden zu spielen. Am Alpenflair liebe ich natürlich auch die einzigartige Umgebung, weil ich finde, das ist wirklich unvergleichbar. Wir haben jetzt sicher hunderte Festivals gespielt in unserer Laufbahn, aber so von der ganzen Kulisse. Ich kann mich erinnern, wir haben einen Wahnsinns-Sonnenuntergang am Meer teilweise gehabt. Wir hatten super Skylines bei gewissen Städten und so weiter. Aber als sehr Tirol verwurzelte Menschen geht halt nichts über die Alpen. Es ist leider so oder ist halt zum Glück so. Das heißt, es ist für dich jedes Mal auch wieder aufregender zu spielen hier, als wenn du auf einem anderen Festival bist. Nee, das will ich nicht sagen. Es ist immer aufregend, irgendwo zu spielen. Ich wurde mal gefragt, wie jede andere Band, macht euch mehr Spaß, auf kleinen Konzerten zu spielen oder groß? Ich muss ganz ehrlich sagen, es stimmt, es hat alles seinen Reiz. Insbesondere muss man aber trotzdem natürlich eine riesen Hallenshow ein bisschen nach vorne schieben, weil das natürlich ein ganz anderer Aufmarsch von Menschen ist. Du hast vor der Bühne 15, 20, 22.000 Leute und du hast es ist schön, dass ein Gewerk aus 200, 300 mithelfenden Menschen dann so wunderbar funktioniert. Also ich mag alles und ich mag große Hallenkonzerte und ich mag Festivals, egal wo sie sind, das ist halt noch ein bisschen anders, aber nicht, also für uns natürlich ein bisschen schöner noch, ja. Was ist denn so im Jahre 2018 jetzt so dein Highlight auf dem Alpenflair gewesen? Dass ich bis jetzt noch nie so besoffen war wie sonst fast jeden Tag, das ist ein Highlight. Das zweite Highlight, es ist kein Witz, weil wir schießen uns sonst echt manchmal so ab, dass man nicht mehr weiß, wie man am Freitag oder am Samstag spielen soll. Gut, das hat weniger mit Highlight zu tun, sondern mit ein bisschen mehr Selbstdisziplin. Das Highlight ist natürlich immer das Zusammentreffen mit bekannten Musikern. Von den Bands her ist natürlich für mich jetzt Volbeat schon die geilste Band gewesen. Einfach, weil die Band schon jahrelang in meinem Player mitläuft und so weiter. Da hat man auch einen Stolz drauf. Es ist eine wahnsinnig teure Band und dass man die kriegen konnte, spricht ja fürs Festival und fürs ganze Zeug. Und ansonsten war Ben Zucker, fand ich super. Ich fand auch Mia Julia gut. Ich fand auch die Musikkapelle. Ich finde eigentlich alles gut, was hier ist. Und was ist so eine Sache, die dich eigentlich jedes Jahr stört hier? Der Regen, wenn es regnet, geht mir furchtbar auf den Sack. Und meistens haben wir das Pech, dass es regnet. Wir hatten trotzdem wahnsinnig schöne Konzerte, ey, aber ich gönne es allen anderen Bands dieses Jahr echt, ich sag's wie es ist, nicht, wenn die ohne Regen weggekommen sind und wenn es bei uns regnen sollte. Das wird mir furchtbar auf den Sack gehen. Also hoffen wir, dass es heute mal trocken bleibt. Ja, noch ist ja Sonne. Ich glaube, es wird auch. Ich sag nichts mehr, weil ich lieg eh immer daneben, was Wetterprognosen betrifft. Also möchtest du nicht der nächste Wettermann werden? Nein, ich möchte es nicht sein. Weil, weil ich da Pech habe. Warum würdest du denn das Alpenflair Leuten empfehlen, die noch nie was von Freiwelt gehört haben, die noch nie in Südtirol waren und eigentlich mit der Musik auch gar nichts anfangen können? Ich sage jetzt mal Rockmusik. Ich würde das Alpenflair den Menschen, die das leider in vielen Regionen auch in Deutschland verlorene, gegangene, für uns wichtige Gefühl von Heimat, von Kultur, von Tradition, von Werten, die von vielen Möchtegern weltoffenen als ewig gestrig und
ja, keine Ahnung, sogar als rechts betitelt werden. Ich möchte solchen Menschen einfach sagen, wisst ihr was, das sind wahnsinnig schöne Sachen, die hier aufeinandertreffen und wir haben hier ein wahnsinnig schönes Land, wir haben eine tolle Tradition, viele tolle Traditionen, wir haben unglaublich tolle Kulinarik, wir haben ein für mich 10 von 10 Punkte Landschaft Südtirol sozusagen, wir haben tolle Menschen, wir haben eigentlich auch bei diesen Menschen ganz tolle Eigenschaften und all das gepaart ist Südtirol und das gepaart mit diesem Festival, mit vielen Bands aus der ganzen Welt letzten Endes, das ist das Alpenflair und das, glaube ich, sollte man sich anschauen. Nächstes Jahr wird es auch wieder stattfinden, denke ich mal. Ich auch. Was wäre denn so für dich eigentlich so, ob nächstes Jahr oder in den nächsten 10 Jahren so die Band, die du unbedingt hier spielen haben möchtest, als Privatmensch einfach? Das ist eine gute Frage. Social Distortion wird mir gefallen. Mir wird Bruce Springsteen total gut gefallen. Mir würde Rammstein gut gefallen. Mir würden die Rolling Stones gut gefallen. Mir wird AC/DC gut gefallen. Ich hätte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mal gerne den Vasco Rossi aus Italien oder Zucchero hätte ich auch mal gerne, weil es sind mittlerweile auch sehr viele Leute italienischer Sprache und die hätten wir schon auch gern dabei und für die würden wir auch gerne mal so eine Band spielen lassen. Es gibt auch tolle Künstler in Italien, die das mal erleben sollten. Dann danke ich dir. Alles gut. Hast du noch irgendein abschließendes Wort an die Leute, die unbedingt zum Alpenflair wollen oder sollen? Oder ja, Abschiedswort gehört dir jetzt. Mein Abschiedswort an euch ist, genießt den Sommer, genießt die Zeit mit euren Liebsten und lasst euch allen gut gehen und schlussendlich, wenn ihr Lust auf Freiwild, auf tolle Bands, auf das Alpenflair habt, dann seid ihr hier niemals anti-willkommen, sondern werdet mit offenen Armen empfangen. Tschüss! Ciao, Leute!